Und es ist religiös Pflicht, dass die Schwänze, die rauchenden Schwänze, in die Mitte der Stadt zeigen. So, Unterhaltung. Nächste Baufolge. Unterhaltungshäuser, wir fangen wie immer an. Mit diesem Ding hier, aber das sind jetzt Unterhaltungshäuser, die müssen etwas protziger sein. Deswegen haben die so eine leichte Pilzform. Die nach oben hin aber immer spitzer wird. Das ist quasi hier so. So eine Art Zirkuszelt. Ja, so ein Blob. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich die Proportionen von diesen Häusern komplett falsch einschätze. So, die haben so eine Dächer. Oh, genial. Dann kann ich dich ja wieder größer machen. Sieht zwar gerade ein bisschen doof aus, aber das gibt sich wieder. So. Da werden Raketenstarts vorbereitet, deswegen sieht das so seltsam aus. Extensions haben die nicht. Eingang, ja, das ist halt was Großes. Und da gibt es so eine Eingänge. Ist ja mehr so für die Crowd, ne? Deswegen, so. Genau so. Fenster hat es nicht. Was? Achso, Reklametafeln. Das muss natürlich wohl überlegt sein, welche wir da nehmen. Muss aufpassen, dass ich hier nicht anfange zu schlampen, weil ich mal langsam weiterspielen will. Siehste mal, schon hat das Ding da auch Sinn. Ja, ein bisschen mittiger, so in etwa. Ich hoffe, ich kann da überhaupt zu viel platzieren. Aber sieht gut aus, die Komplexität dieses Gebäudes hält sich in Grenzen. Also zumindest, wenn ich dem Ding da oben glaube. Ich weiß selber nicht, was das darstellen soll, wenn euch das beruhigt. Wahrscheinlich eher nicht so, ne? Seifenblasengenerator? Unbedingt. Wenn Sarazza zuguckt, soll er doch was zum Freuen haben. Seifenblasengenerator, ich glaube, es hackt, ist, glaube ich, das Wort, das ich suche. Natürlich, Scheinwerfer kann ich nur am Gebäude. Nee, Blumen außen ist eher so, nee. Aber Reklametafeln einmal ringsherum. Oder? Nee, ich glaube, da reicht einer am Eingang. Wie habe ich noch? 31.000? Die gönnen uns mal zwei davon, damit man halt Warteschlange und Angebot und... Noch bin ich mit der Position aber nicht gänzlich zufrieden. So, so wird der Eingang wenigstens freigehalten. Schön. Extras, so wie immer, eher nicht so. Gut, bemalen. Das Bemalen war auch wieder so wie, ja, wie das Haus hier, glaube ich mal. Bemalen wir das, ne? Finde ich fast, dass die Bildschirme hier etwas deplatziert aussehen, aber nur etwas. Ansonsten, ja. Okay, ich mache die Bildschirme mal kleiner, vielleicht bringt's das. Nicht das Haus, die Bildschirme. Das Haus, das kann ruhig so bleiben. Okay.
Was sind wir überhaupt? Sind wir Militärdiktatur oder wir nennen es einfach mal Staatszirkus, ne? Was auch immer man sich jetzt darunter vorstellen will. So, okay. Ja, das war's jetzt für Unterhaltung. Das ging relativ fix. Seht ihr mal, würde ich jetzt für alles eine Baufolge machen, dann wären die Folgen relativ kurz. Fabrik. Fabrik ist jetzt natürlich Fabrik. Was haben wir für Fabriken? Die sind natürlich jetzt wichtig. Ja, Fabriken. Ich finde, das ist ganz gut, was eine Fabrik repräsentieren könnte. Ja. Ein bisschen höher vielleicht noch, so, ja. Und hier im Mittelteil etwas schlanker vielleicht. Du auch so im Mittelteil ein bisschen schlanker, damit es aussieht, als wärst du voll der Trichter. Ey, so hätte ich Astaringa mal machen sollen. Komm, es ist natürlich ein bisschen spät, wobei ich könnte es ändern, aber nee, das tue ich euch jetzt nicht an, dass ich das auch noch ändere. So, ist der jetzt größer als der andere Turm, das ist dann natürlich ein bisschen doof. So kleiner geht nicht, ne? Dann mache ich dich noch ein bisschen größer, dich noch ein bisschen größer, so. So. Okay. Grundform steht. Dach hat die Fabrik nicht. Das hat die Fabrik auch nicht. Einen Eingang hat die Fabrik, und zwar so ein. Und zwar ein etwas kleiner, so. Ich glaube, wir haben die ganzen anderen Gebäude zu groß gebaut, aber gut, dann wissen wir beim nächsten Mal, wie es aussehen muss. Nee, es bleibt so oder so, passt das bestens da rein. So, Fenster hat die Fabrik nicht, weil warum soll es überall rausqualmen? Wir haben doch dafür den Schornstein. Details. Fabrik. Rülpser? Kohleventil. Sieht der Rülpser besser aus? Ich glaube, das Ventil, das entspricht eher so unserer Kultur. Ja. So kann ich mir extrem eine Fabrik da vorstellen. So, Plasma-Dinger, Kuba-Dampfer, Handwerksmühlen. Grobel, ja, Strahlen. Ja, komm, Strahlen können mal drüber sein. Wassermühle ist natürlich angebaut, auch wenn wir gar keine mehr brauchen, weil wir gar kein Wasser in der Nähe haben. Dann hier also am Rand noch ein kleiner Transistor. Das hier sieht auch natürlich sehr interessant aus. Sollte aber eine Ecke kleiner sein. So, ja, noch hier irgendwas Drehendes. Das ist bestimmt ganz cool. Aber auch kleiner. Haben wir noch irgendwas für unten, was Großes? Ja, genau. Ich glaube, jetzt kann ich hier komplett rumspinnen, was die Einrichtung angeht. Genau. Denn das hier ist jetzt sowieso... Nein. Das wäre eventuell für oben ganz cool gewesen. Schade, ich hatte gehofft, da kann ich irgendwie noch was drehen, aber kann ich offenbar nicht. So, der Energiekonverter, alles toll. Ist vielleicht ein bisschen überladen gerade alles. Heißt nicht, dass du die ganze Fabrik verschieben sollst. Nur das Ding da. Vielleicht nach hier. Und dann ein bisschen kleiner machen. Ja, schnell und dreckig, so mögen wir es doch. Komplexität ist aber auch schon ganz schön. So, das malst du bitte auch an wie das Haus. Ist doch schick. Also naja, schick ist anders, aber so sehen halt unsere Fabriken jetzt aus. Wie nennen die? Die heißen, Hust- und Pustmaschinen. Weiß gar nicht, was die da herstellen, aber irgendwas wird es schon sein. Also, Fabrik. Fabrik ist natürlich, senkt den Spaß, das weiß jeder. Deswegen sollte man hier irgendwo mal ein Fabrikviertel machen.
Lass ich erstmal. Ich mache erstmal Unterhaltung. Unterhaltung kommt, glaube ich, ganz gut hier hin. Okay, die Unterhaltung ist da ein bisschen deplatziert, glaube ich. Ich würde gerne Unterhaltung platzieren, die ein bisschen mehr was bringt. Das hier war ein Haus, ne? Ja, komm, die Fabrik kann hier hinten hin, hier stört sie keinen. Was ist das? Geschütze. Oh. Geschütze brauchen wir dann auch bald. So, jetzt muss ich mich hier langsam mal beeilen. Wo sind meine ganzen Fahrzeuge? Nimmt irgendwer von euch diesen Geysir hier ein? Mal gucken, wer da schneller ist. Oh nein! Nein, 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 nein. Willst du mich veralbern? Mach ihn alle. Das geht ja mal gar nicht. Los, hinterher. Unverwundbarkeit für 2000. Naja, nee, 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 nee. So, okay, was mache ich jetzt? Mehr Kriegsfahrzeuge herstellen und einfach mal die Stadt stürmen, weil die mir gerade auf den Keks gehen, oder? So. Hab ich überhaupt schon rausgefunden, was die Fabriken machen? Nee, wa? Hätte ich vielleicht mal das Tutorial abwarten sollen. Gehen die jetzt alle auch auf den? Ja. Wollte schon sagen. Nein! Jetzt gibt es auch noch eine gelbe Zivilisation, die hier drauf geparkt hat. Boah, ist der gepanzert. Ich glaube, wir müssen schneller werden. Will der mich verarschen? Ach so. Ne, komm, alle. Leute, alle auf den da. Ich hätte mich vielleicht nicht schon wieder mit so einem epischen anlegen sollen. Ach du Scheiße. Mich doch verarschen, ich werde hier komplett überrannt. Vielleicht sollte ich mal abspeichern mittendrin. Kann ich hier irgendwo speichern? Speichern. Nur für den Fall, dass wir jetzt überrannt werden oder so. Dann müssen wir neu laden. Das war eine saudoofe Idee, dieses Ding da anzugreifen. Ich verstehe auch nicht so ganz, wie das Vieh uns angreifen kann. Übernehmen die jetzt alle unsere Geysire? Das geht nicht. Oh, kommt, Leute, es ist doch gleich weg. Ja, ich bin gleich weg. 210 noch. Ja, kommt, Leute. Gleich habt ihr ihn. Komm schon. Na toll, ich habe mich nebenbei gleich mit ausgelöscht. Okay. Seufz. Angriff.
Vielleicht bringt's ja was. Dann schicken wir die erstmal alle auf einer Ebene. Also auf die ganzen Dinger da und dann mal sehen. Ich hätte vielleicht am Anfang nicht auf alles trimmen sollen, als ich dieses Ding gebaut habe, sondern mich mal auf eins entscheiden. Dingsen sollen. Können dürfen. Willst du mir jetzt sagen, das geht nicht, oder wie? Ach so, doch, ich übernehme es gerade Stück für Stück. Ach so, ja, auf eine generische Stadt kann ich klicken. Ich will aber eigentlich mehr so wieder meine Geysire haben. Das ist mir gerade ein bisschen wichtiger, dass ich die irgendwie schütze. Ja, haben wir es gleich? Super. Wieder unser Gebiet. So, wie viel haben wir? 1000. Jetzt wären wir das hier langsam zu viele. Militär. Angriff. Nee, komm, Stadt erobern. Ist mir egal, die... Ich kann hier nicht ewig Däumchen drehen. Sonst nehmen die noch mehr unserer Geysire ein, das geht nicht. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Haben die Geschütze oder so ein Blödsinn? Heiliger Ton. Siehst du, eine Hymne wollten wir noch machen. Aber erstmal... Eins. So, das Bevölkerungslimit erreicht, wa? Angriff. Gut, wenn das Bevölkerungslimit erreicht ist, dann muss ich natürlich ein neues Haus bauen. Das ist halt, simple Mathematik. Ah, das hier ist quasi die Hymne. Ach du Scheibe. Okay, erwürfel erstmal eine, ich muss mich dann später darauf zu, was denn... Okay, muss ich mich, das machen wir später, nicht jetzt. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir hier Bevölkerung und so und dann... Dann geht's weiter. So, wie sieht's aus mit dem Krieg? Krieg sieht sehr, sehr fortschrittlich aus. Ich weiß, ich habe nicht genug. Jetzt habe ich aber genug. Jetzt habe ich versehentlich den Gesamtangriff abgebrochen. Oh, kriege ich jetzt eine neue Stadt dazu? Das wäre natürlich geil. Ist nicht wahr. Stadt erobert. Ah, die sehen genauso cool aus wie wir. Finde ich cool, dass wir die nicht komplett getötet haben, sondern dass wir sie sozusagen aufnehmen. Du hast diese religiöse Stadt... mit militärischen Mitteln erobert. Ach, deswegen dieser Ha-ha-ha-Klang. Möchtest du diese Spezialisierung beibehalten, solltest du Städte mit geringerer Zufriedenheit ins Visier nehmen, um ihre Einwohner zu konvertieren. Wähle Spezialgebiet dieser Stadt. Aha. Ja, wir sind zum Glück relativ
Nee, komm, wir machen weiter militärisch. Ich habe gerade keine Lust, Kleriker und so einen Blödsinn zu bauen.